Immer die beste Lösung zu finden, das treibt ihn an, sagt Thomas Klein. Der 56-Jährige ist Leiter des Netzbetriebes bei den Stadtwerken Völklingen. Sein Ziel? Den Energieversorger für die Zukunft optimal aufzustellen. Heute will er diesem Ziel wieder ein Stück näher kommen. Wenn Sie also einen größeren Stromausfall haben, wird das notiert und wird der Bundesnetzagentur am Ende des Jahres gemeldet. Und wir wollen jetzt mit dieser neu eingeführten Technik der Automatisierung unserer Trennstellen versuchen, unsere Reaktionszeiten zu reduzieren, sodass die Ausfallzeiten noch geringer werden. Für die Stadtwerke Völklingen hat sich Thomas Klein entschieden zur Zusammenarbeit mit WAGO. Bei der technischen Prüfung kamen wir auf die Firma WAGO, weil die Firma WAGO ein sehr kompaktes System liefert und modular aufgebaut ist. Es ist halt so, wir brauchen in so einer Station nur verschiedene Module, die die Firma liefert, und die können wir so anreihen und so parametrieren, wie wir es in der Praxis brauchen. Und das war für uns der klassische Vorteil. Zur gleichen Zeit, kurz vor Völklingen. Daniel Wiese, Global Key Account Manager Smart Grid bei WAGO, will bei der Installation der Systemlösung dabei sein. Er ist sicher, mit der Flexibilität des IO-Systems und dem hohen Maß an IT-Sicherheit wird die WAGO-Lösung den Anforderungen gerecht. Unsere Lösungen werden heute schon weltweit eingesetzt. In virtuellen Kraftwerken, für das Einspeisemanagement und für das Automatisieren von Mittelspannungsanlagen. In Stadtwerken Völklingen liefern wir heute eine Antwort auf die Frage, wie sich das Niederspannungsnetz verhält. Also das dringend benötigte Monitoring von Energienetzen. Daniel Wiese erreicht die Stadtwerke Völklingen. Thomas Klein erwartet ihn in der Netzleitwarte. Gleich geht's weiter zur ersten Trafostation, in der die WAGO-Lösung eingesetzt wird. Also mal ein spannender Augenblick, beim Kunden was in Betrieb zu nehmen, weil die Vor-Ort-Situation ist immer anders, als was man im Büro testet. Und deswegen kribbelt es immer ein bisschen. Die Trafostation liegt im Völklinger Stadtteil Ludweiler. Sie ist eine der älteren Stationen der Stadtwerke. Als zentraler Knotenpunkt sorgt sie für die Versorgung von rund 500 Haushalten. Um die Installation vorzubereiten, ist Elektromeister Thomas Arnold von den Stadtwerken bereits vor Ort, die Systembox natürlich auch, in Time geliefert von WAGO. Thomas Klein und Daniel Wiese wollen bei der Installation dabei sein. Ist sie wirklich so unproblematisch, wie WAGO es verspricht? Es dauert tatsächlich nur ein paar Minuten. Dann hat Elektromeister Thomas Arnold die Monitoringbox zum Anschluss vorbereitet. Sie ist kompakt, sehr gut aufgebaut. Die Messleitungen sind sehr flexibel und angepasst für sämtliche Stationen, die wir hier in unserem Netzgebiet haben, sodass wir diese mobile Anlage überall einbauen können. Ein paar Handgriffe noch, dann nimmt die Box ihre Arbeit auf. Ab jetzt liefert sie per UMTS-VPN-Router verschlüsselte Daten an die Leitwarte der Stadtwerke. Thomas Klein und Daniel Wiese nutzen die Möglichkeit, direkt vor Ort die Daten abzurufen. Wir können also hier am Laptop über die Visualisierungsoberfläche uns die Messwerte schon direkt vor Ort anschauen. Diese Messwerte gehen auch jetzt über das Modem direkt zu unserer Netzleitstelle. Dort werden die nochmal abgecheckt im direkten Vergleich. Und das Einlesen dieser Messwerte erfolgt einmal über die Spannungspfade, zum anderen über die Zuleitung mit den Rogowski-Spulen, was ein sehr großer Vorteil darstellt, da wir da keine elektrischen oder mechanischen Arbeiten durchführen müssen. Das ist sehr schnell zu realisieren und damit können wir diese Messtechnik auch in anderen Stationen anwenden. Die Monitoringbox ist auf Sendung. Zurück in der Netzleitwarte kann Thomas Kleines kaum abwarten, die WAGO-Lösung ab jetzt regelmäßig einzusetzen. Also wir werden jetzt diese mobile Messbox über das Wochenende, das kommende Wochenende, mal dort laufen lassen. Wir werden uns dann diese aufgezeichneten Daten hier zu Gemüte führen, werden die auswerten und werden dann die Box in die nächste Station setzen. Jetzt bin ich sehr erleichtert, dass es so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Daran sieht man eigentlich, wir sind bestmöglich vorbereitet gewesen. Die beiden haben jetzt noch viel zu bereden, optimieren und weiterdenken für die nächste erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Völklingen und WAGO.